wunderschönen Abend zusammen. Es ist mal wieder Zeit für eine Video-Review auf Starblight.de. Und ich habe es schon angedroht in der letzten Review. Heute behandeln wir nochmal Power Rangers Megaforce. Ich habe hier nämlich für euch den roten Skyline-Sort aus der Megaforce-Toyline. Und ja, im Prinzip ähnelt er sich fast haargenau mit dem blauen Sea-Line-Megasort. Da gehe ich jetzt auch ein bisschen genauer drauf ein. Die Möglichkeiten der Figur und des Motorrads habe ich ja schon beim blauen Megasort erklärt. Kurz gesagt, zusammenlegen und irgendwo in eine dunkle Ecke verbannen, an die ihr jahrelang nicht mehr rangehen werdet. Für Kinder definitiv eine coole Sache. Ich denke, die werden da Spaß mit haben, aber wir Sammler, wir werden uns da eher nicht mit anfreunden können, zumal die Bemalung relativ marginal ist und die Serienvorbilder nur ansatzweise getroffen werden. Immerhin ist der Helm recht nett gemacht. Und achso, was ich vorhin beim blauen Sea Lion Sword vergessen habe, ist, dass man hier den Standfuß einklappen kann. Aber nun gut. Ansonsten bietet das Motorrad nicht viel zu tun und deswegen weg damit. So, jetzt haben wir hier den roten Skyline-Sort und ja, der bietet natürlich haargenau dieselben Features wie das blaue Gegenstück. Hallo! Und ja, der Kopfheader kann natürlich abgenommen werden. Kann man mitmachen, was man gerade so im Kopf hat. Der Mund ist geschlossen, das heißt, man kann da keine Waffe einstecken im Kombinationsmodus. Dem Serienvorbild entsprechend kann man dann halt hier die Flügel ausklappen. Das passt dann auch wieder. Ob ich denn jetzt die anderen... Da habe ich sie. Auch hier sind wieder zwei Karten dabei. Hier ist dann diesmal der Skyline-Sort im Vordergrund. Und auf der Rückseite haben wir noch ein anderes Artwork vom Gozai Grand Megasort. Und im Prinzip, ja, auf die Features bin ich hier eingegangen. Kann man halt auch entweder als Fuß oder als Arm missbrauchen. Und wie das Ganze an einem Beispiel aussehen kann, das zeige ich euch jetzt anhand des Gozai Great Megazord. Wie gesagt, in Japan sind die beiden Sorts beim Lion Mecha Sort dabei, den japanischen Namen dessen weiß ich jetzt gerade nicht, man möge es mir verzeihen. Und ich nehme jetzt einfach mal hier die Arme ab und mache dem die Dinger dran. Und ja, das sieht ein bisschen seltsam aus, milde gesagt. Und ja, irgendwie verstörend, irgendwie, weiß nicht, ja. Da zuckt er auch mit den Schultern. Man könnte jetzt noch hier die Sorts dran stecken. Man könnte jetzt auch noch hier das so machen. Wenn man ganz viel Spaß an der Backe hat. Ja. Wie ich schon gesagt habe, ist eine nette Spielerei. Aber die große Existenzberechtigung für die beiden Sorts hier, die zeige ich euch dann bei der Review zum Lion Megazord, aka Gozai Grand Megazord. Und ja, als Beine kann man die beiden Jungs natürlich auch noch verwenden. So, ab. So, einmal. So, zweimal. Und okay, das geht fast noch. Also es sieht schon so ein bisschen, ja, so nach so Stabhochspringer, so gazellmäßig lange Beine aus. Aber es hält sich noch in Grenzen. Also das ist die am wenigsten lächerliche Kombination, die ich jetzt hier vorgefunden habe. Wie bereits erwähnt, die Jungs kann man halt auch noch mit anderen Megasorts aus der Sortbilder-Toyline verbinden. Ich könnte hier zum Beispiel die beiden Typen hier an den Samurai Megasort oder den Legacy Megasort, Dino Megasort dran packen.
Von daher eine nette Sache. Ich denke mal so, die Kids wird es nicht stören, dass halt eben dann die Arme oder Beine überdimensional länger sind. Und für die Sammler sind die beiden Jungs halt, wie gesagt, relevant für die Kombination mit dem Lion-Mecker-Sort, welchen ich hier schon mal so ein bisschen anteaser. Das seht ihr dann in einer separaten Review. Und ja, die beiden, da kann man von halten, was man will. Übrigens, lustige Sache, Sinn macht's nicht, aber die kann man aneinander stecken. Und das war das Wort zum Montag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.